So macht man eigentlich ein Selfie, wenn es nicht wegkoppelt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir fahren jetzt nach Rottnest Island und besuchen die Quakers. Genau, wir haben gerade einen Uber gebucht, der müsste in ungefähr 5 Minuten hier sein und dann geht's zur Fähre und ja, dann starten wir ab auf die Insel. Ja, wir sind gut auf Rottnest Island angekommen und war am Schluss ein bisschen bumpy die Fahrt auf jeden Fall. Oh ja. Gute Wellen. Also mir geht's noch gut. Mich erwischt's ja eigentlich schnell immer. Mir aber geht's auch gut, aber bei den Wellen ist echt Schiss. Ja, war schon ein bisschen komisch manchmal. Aber im Großen und Ganzen ging's noch. Und jetzt werden jetzt die Fahrräder hier abgeladen und dann fahren wir mit dem Fahrrad über die Insel. Was geht denn hier? Polizei. Hier ist fast nichts mehr drin. Ne? Aber cool, dass man wieder auffüllen kann. Ja. Bäm, die Pilzkopfgänge ist bereit, würde ich sagen, oder? Wasser ist aufgefüllt, Nussschalen sind am Kopf. Los geht's. Wir haben die ersten Quakers gefunden. Voll süß. Ja, da hinten hoppelt die laufen eins. Auch wie, also die hoppeln so wie Kängurus. Das mal hier rausziehen, weil es geht ein kleiner Wind, aber wenn man halt nicht Fahrrad fährt, dann ist es halt warm. Wenn man ein Selfie machen? Ja. Guck mal, da ist auch eins. Ja, das hinten zippelt echt so weg wie ein Känguru. Oh nein! Ha. Zack. Oh Mann. Die haben was von einem kleinen Känguru und einer Ratte irgendwie, ne? Ja, aber ich stamme ja auch echt vom Känguru ab. Oder ist so eine Gattung? Oh, oh, das ist voll weich. Na du? Oh, du bist ja was süß. Boah, die haben voll die spitzen Zähne. Ja? So zwei unten, so lange. Komm, wir machen mal ein Selfie. Das ist so, als wenn die Ohren nach vorne machen. Das ist cool, ey. Quakerflüsterer. Ja, König der Quakers. Gucken wir uns das mal genau an.
Wir sind jetzt bei den Henrietta Rocks angekommen und hier vorne, da kann man sogar ein altes Schiffswrack sehen. Und die Farben, die haben uns gerade erstmal total umgehauen, wo wir hier angekommen sind. Das ist so unreal, türkis, hammerschön. Wir machen jetzt Mittagspause und es gibt Brote und Möhren. Ja, guten Hunger. Ja auch. Erste Schlange in Australien gesichtet, ist wahrscheinlich eine Brown Snake. Ja, also mega giftig und nicht gerade ungefährlich. Genau da. Ja, und so sieht es dann leider aus, wenn so ein Quokka da mal dahin scheidet. Die Reste davon. Nicht schön, oder? Nee. Lieber lebendig. Guck mal, das hockt so gut. Mhm. Guckt euch mal das Wasser und vor allen Dingen auch den Strand an, der ist so weiß und das Wasser ist so türkis, einfach der Hammer. Kommt mal mit, ich muss euch jetzt mal was zeigen. Das haben wir alle nicht gesehen hier, die kleinen Tierchen. Die haben sich erstmal hier reingesetzt. Also eben saß das andere auch noch mit da drinnen. Was macht ihr? Guck mal, das ist wahrscheinlich da am Fressen, denke ich mal. Ins Baby gefressen. Hey, krass. Bin echt zahm. Oder nicht scheu auf jeden Fall. Das war aber nix. Ich glaube, wir reisen ab jetzt zu dritt weiter, oder? Was sagt ihr? Sollen wir das mitnehmen? Ist ein bisschen pelzig geworden. Ich habe mir Mühe gegeben, aber... So macht man eigentlich ein Selfie. Ein Selfie, wenn es nicht wegkoppelt. Oh, seid ihr süß. Oh, das ist Wahnsinn, ne? Wie nah man an die ran kann. Ja, und 10.000 bis 12.000 von den Quokkas soll es hier auf Rottnest Island geben. Wahnsinn, aber ganz viele mit Jungtieren, oder? Ja. Oh,
jetzt an und guck mal. Oh. Schaut mal, das hier vorne, das hat ein Junges und das hat das im Beutel drin, also wie so ein Känguru, richtig? Da sieht man noch, dass da ein Schwanz rauskommt. Jetzt wieder gerade reingezogen. Echt? Ja, ein bisschen sieht man es noch. Hallo? Hallo! Sag mal Hallo zu unserer Community. Wie so ein kleines Känguru. Die hüpfen ja auch so. Und die haben auch die Füße so, guck mal. Hm. So cool, die Tierchen. Voll süß, die stören sich auch gar nicht, ne? Nee, aber die haben ja auf der ganzen Insel wohl auch keine Feinde, deswegen sind die auch so verdammt zutraulich und hauen einfach nie ab, so gut wie nie. Obwohl hier Schlangen sind, ne? Aber stimmt. Wahrscheinlich sind die zu dick für die Schlangen. So geil. Guck mal. Das ist jetzt richtig am Schmatzen. Ja. Wenn das jetzt nochmal was abbeißt, dann hört man das richtig schmatzen. Jetzt. Guck mal, die Zähne, hast du schon mal gesehen? Hm. Hast du dich schon mal selber gesehen? Ja. Ja. Also man sieht, dass wir Fahrrad gefahren sind hier. Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade noch mal eine kleine Snackpause gemacht, sind jetzt zurück in Thompson Bay, das ist der Hauptort hier auf Rottnest Island. Und ja, wir sind, denke ich mal, ungefähr 18 Kilometer gefahren, was gar nicht so wenig ist bei dem Wetter. Weil auch mit Wind, wenn es ein bisschen kühl ist, ist es ganz angenehm, aber die Sonne brennt doch schon derbe auf der Haut, weil das merkt man hier auf jeden Fall stark. Die Sonne ist hier sehr stark. Ja, und der ganze Rundweg, das wären ungefähr 22 Kilometer gewesen. Ein kleines Stück, so circa 4,5 Kilometer mussten wir einfach leider auslassen. Ja, es passte zeitlich nicht mehr. Mit Glück hätte man da aber Wale sehen können. Also ja, tat in der Seele ein bisschen weh. Ja, wir hätten es vielleicht geschafft, aber dann hätten wir es noch mehr hetzen müssen und nicht so viele Fotos machen müssen. Ja, ne? Ja, Fotos haben wir echt viele gemacht, vor allem mit den Tierchen. Das ist so genial, aber auch die Strände waren mega schön hier. Also den Trip, den können wir euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wärmstens empfehlen. Also wir haben noch gerade eine Information für euch. Man darf die kleinen Tierchen hier nicht anfassen, nicht füttern. Also gefüttert haben wir sie nicht, aber ja, wir haben sie gestreichelt, man darf es nicht, wir wussten es nicht. Denn wenn du erwischt wirst, zahlst du erstmal $150. Strafe. Also vielleicht doch nicht streicheln, ne? Die Horrorfahrt ist vorbei. Boah, waren das Wellen. Oh mein Gott. Also ich hatte schon richtig Angst. Ja, es war schon heftig, aber... Das war bis jetzt das Heftigste, was wir erlebt haben. Ja, das stimmt wohl. Aber ich finde irgendwie immer noch in der Norm. Also viele Leute haben sich schon ein bisschen umgeguckt, aber naja, es war schon okay. Hauptsache angekommen, restliche Fahrt haben wir erstmal gepennt danach, wo es dann ruhiger wurde. Jo. Nee, aber allgemein, Leute, ein super schöner Tag. Also wie gesagt, können wir euch auf jeden Fall zu 100% empfehlen. Die Tierchen sind einfach so genial. Ja. Weil an den Strand legen lohnt sich da richtig derbe. Und nee, auch wenn es teuer ist, das. Also die Fähre und die Fahrräder. Ne? Ja, gut. Aber wir haben jetzt schon einige hunderte Dollars hier ausgegeben in ein paar Tagen. Ja, das ist wieder komisch. Ja. Ne? Also es geht doch wieder derbe ins Geld sofort. Aber ja, wie dem auch sei, lasst uns gerne wieder einen Daumen hoch da und einen Kommentar und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, ciao. Macht's gut, ciao.